kurz noch was trinken. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir den einen hätten umbringen müssen oder nicht. Wie gesagt, wir sehen das alles, wenn es dann um die nächsten Fortsetzungen geht. Irgendwie wird mir immer angezeigt, dass zwei Zuschauer sind. Einer bin ich, das weiß ich, aber der zweite, weiß ich nicht genau. Wo der so richtig hingehört, ist aber auch völlig egal, weil wie gesagt, ich möchte YouTube eigentlich, ich wollte es mal machen, wirklich um bekannt zu werden und habe mir jetzt gesagt, das bringt alles nichts. Ich mache das jetzt einfach für mich und Freunde, die das sehen wollen. Keine Ahnung, ob sich das jemals viele anschauen werden, ist mir auch völlig Hupe. Ich habe Spaß dabei und das ist mir das Wichtigste. Und ja, ich würde es natürlich viel besser finden, wenn man eine richtige Community im Stream hätte, mit der man auch wirklich arbeiten könnte, wo man viele, viele Sachen gemeinsam machen könnte. Aber das ist alles Musik von morgen, übermorgen oder vielleicht nie. Ist mir jetzt aber auch völlig egal. Ich habe Spaß am Spiel. Und wenn du das auch hast, dann guck einfach weiter zu. Bis gleich. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Softwareinstabilität. Okay. Ja, wir folgen Hank. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Stimmt aber nicht. Oh, Mann. The sexiest Androids. Geil. Ach du Scheiße. Naja, heiß. Das Gesicht ist. Connor, was zur Hölle machst du da? Ich guck doch nur. Wie sieht der aus? Kann ich ihn auch angucken? Nö. Ist aber ein Schwarzer. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Naja, sein Kollege ist wenigstens nicht so ein Arschloch. Okay, wir untersuchen das Opfer. Was haben wir denn da Schönes? Verstorben. Größe 1,88, 87,5, geschätzter Todeszeitpunkt 18:24 Uhr. Graham Michael. Jetzt kann ich mir das wieder ewig lange angucken, bevor das verschwindet. Und manchmal kann ich mir es gar nicht lange angucken. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache, ersticken. Es gibt ja Leute, die beim Sex auf Würgen stehen. Vielleicht ist das so einer. Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall, nicht Todesursache. Okay, versuchen wir mal zu rekonstruieren. Opfer wurde erwürgt. Aber warum? Wir wissen immer noch nicht, warum der erwürgt worden ist. Okay, jetzt gucken wir uns mal den an. Die Ursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals.
Was sagt denn der Android? Vielleicht steht er ja drauf. Diagnose läuft. Selektor auf 5402 beschädigt. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Bin dabei. Vielleicht sieht. Wow, hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut, Modell WR400, Seriennummer 429 und so weiter. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. L1. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Okay. Und, ach so, oh, ja, Entschuldigung. Sie hat Angst. Direkt. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß es nicht mehr. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Oh nein! Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut, einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleich rede doch mit mir. Die redet nicht mit mir, okay. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zu viel. Er redet auch nicht mit mir. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Eden Club. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klagen. Das sind die Nächsten. Sie sind so. Desto mehr mag ich meinen Hund. Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich glaube, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Ja, das sagt zumindest Connor. Ich habe einen Wahnsinnsschädel. Hast du vielleicht eine Tablette für mich? Nichts dabei, tut mir leid. Ja. Du kannst echt gar nichts mehr. Okay, wo kriege ich den Augenzeugen her? Ich muss los. Mir geht's beschissen. Ich will diesen exklusiven Club nicht vollkotzen. Der Abweichler kann nicht einfach weg sein. Er ist hier noch irgendwo.
geben Sie mir nur noch eine Minute, okay? Na schön. Aber mach schnell, sonst wird's hässlich. Okay, nochmal alles abgehen. Hier, der hilft uns nicht. Die Box ist leer. Da kann ich nicht hin. Komm, rede mit mir. Du sprichst auch nicht mit mir. Sind das? Wie ist das bei Ihrer Box? Geht auch nichts. Wir verschwenden unsere Zeit. Sie hatten recht. Der Abweichler ist vermutlich geflohen. Scheiße. Lass uns verschwinden. Der Laden macht mich krank. Okay, wir hätten wahrscheinlich was finden können. Das sieht auch diese... Mission gescheitert, ja. Die haben auf jeden Fall versaut. Kommt leider vor und vielleicht schreibst du mir in die Kommentare jetzt, was du hättest anders gemacht, bevor wir das richtig auflösen. Und wir gucken dann einfach mal, ob du recht hattest. Aber bitte nur, wenn du dieses Spiel nicht kennst, weil ansonsten wäre es Spoiler. Ich mache eine kurze Pause und dann sind wir wieder zurück. Bis gleich.